Also jetzt, wo ich so matt bin, muss ich mich direkt anstrengen, um noch einmal die Stimme ein bisschen zu erheben. Sage ich, ich muss daran denken, an Radieschen, verstehst? Oder an rote Radieschen oder diesen schwarzen Rettich, der so mit Krähen und so mit dem Fleischigen, verstehst? Und dann sage ich, ja, Europa und Österreich, die Neutralität, also die Gesetze des Bundesstaates und des Kontinents, die müssen sich keineswegs widersprechen. Also gleich wie Dr. Ernst Strasser das, glaube ich, meint, das muss kein Widerspruch sein, verstehst? Das heißt, wenn du ein schönes Mädchen hast, das du wirklich liebst, verstehst, das smaragdige Augen hat, und das Moosige, die Schönheit und die Blauen und die Strukturen, die Jadetöne des Grüns und die ab und zu ein bisschen fetzig dich ankracht und sagt, du, mein Gemahl, was willst du, mein Bräutigam? Willst du mich etwa demütigen? Sag nein, nein, um Gottes Willen, bitte geh mir keine Ohrfeige. Und wenn sie dann doch eine kracht, sage ich, ich zeig dich keineswegs an, weder beim Stadtrat, noch beim steirischen Regierungsrat, noch beim Bund, noch bei der EU. Obwohl alle Gesetze geben mir recht, ich könnte dir jetzt etwas tun. Sanft könnte ich dich drücken, aber ich tue es nicht, sondern küsse mich bitte hier. Verstehst? Das heißt, die zwiebelförmige Schichtstrukturierung der Rechte, wo eins das andere einschließt. Stadtrecht ist gleich Landesrecht, ist gleich Bundesrecht, ist gleich Kontinentrecht, also ist Kontinent, Europarecht, ist aber gleich Völkerrecht, verstehst? Ist gleich Menschenrecht und das reicht, verstehst? Die Liebe, die Barmherzigkeit, die Sanftmut, die Anmut, die Geschmeidigkeit, das Forellenschöne, das Artige der Forellen, der Gazellen, also das Gute, das Gute, das Gute, das Satte.